Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Digimon Story Hackers Memory. In der letzten Folge fällt mir gerade auf, dass hier ein Duschsymbol ist. Egal. In der letzten Folge haben wir einen Dominanzkampf gehabt mit Yugo und mit Faye, nachdem wir von ihnen die Beauftragung bekommen hatten, dass wir diesen Sandland-Hackers nachgehen sollen, die halt Leute mittels dem Phantomon die Kontodaten geklaut haben. Ja, und nachdem, ich glaube, ich wurde, nein, Erika ist schon entlassen worden, vorher schon. Jedenfalls haben wir jetzt einen neuen Mini-Auftrag bekommen, auch wieder mit einer Highschool, nachdem wir ein bisschen auch mit Kyoko und sowas irgendwas zu tun gehabt haben, was ziemlich, ich muss sagen, ziemlich langweilig war. Wenn ich das so sagen darf, weil wenn so viele lange Textpassagen kommen mit so, ich sage jetzt mal, für mich persönlich ist es ein bisschen irrelevant, was digitale Wellen und sonst irgendwas sind, weil ich spannender finde, wenn wir so ein bisschen so kämpfen und sonst irgendwas können. Und apropos kämpfen, ich habe meine Digimon ein bisschen auf und ab digitieren lassen jetzt. Alle, also auch die auf der Farm sind und habe mir jetzt, weil ich irgendwie Bock habe auf Belsemon, habe ich mir jetzt auch ein Impmon geholt und ein Otamamon. Und ein Mushroommon, um zu schauen, was wir aus denen hier machen können, weil ich ein bisschen so die Digiführer durchgeguckt habe, um zu gucken, was wir da alles haben. Ja. So. Leggismon kann ich noch nicht digitieren lassen. Dorugamon ist jetzt mal drin, damit es auf Level 30 kommt, damit wir es digitieren lassen können. Und dann haben wir unser erstes Ultra-Digimon hier, nämlich Hisharimon. Hier ist sieht ziemlich cool aus. Sieht ein bisschen aus wie dieser chinesische Neujahrsdrache da, der auch in Mulan vorkommt. Ist attributneutral, finde ich cool. Und ist ein cooler Drache, sage ich mal. Ist unser erstes Ultra. Und Sanglobmon habe ich auch aufs Ultra digitieren lassen, musste es aber wieder zurück digitieren lassen, aufgrund des Fähigkeitswerts. Also wird vermutlich bei Leggismon auch der Fall sein und bei Dorugamon vermutlich auch, aber den Rest habe ich auch ab und runter digitiert. Also Gatomon habe ich auf Angewurmon und wieder zurück, weil die brauchen einen Fähigkeitswert von 100 und einen Kammwert von 100. Also das wird noch lustig mit denen werden, aber die müssen wir jetzt eine Zeit lang rauf und ab digitieren lassen und wir haben zwei neue Fälle gekriegt. Das werden vermutlich die hier sein. Aber wir werden jetzt den Highschool-Hacker machen. Ich habe so ein dummes Gefühl. Aber wir kriegen hier einen Speicher ab. Das ist ja cool. Finde ich super. Machen wir gleich. Aber ich schätze mal, es wird auch ein bisschen wieder so langwierig und sehr viel Text werden. Aber mal schauen. Ein Fall von einer Schülerin an den Idoden Highschool. Der Name sagt mir nichts, aber die kennt mich bestimmt. Was soll ich machen? Was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Du hast aus Versehen einen Fall von einer Schülerin der Inoden High School angenommen. Verstehe, die Schule hält dich für einen bösen Hacker. Da wird ein Treffen mit der Klientin wohl eher schwierig. Ich hab's. Ich könnte die doch an deiner Stelle mit ihr reden. Super, dann mache ich das jetzt. Hallo, gehörst du zu Hoodie? Ich heiße Kuraji und bin Vorsitzende des Inoden Informatik Clubs. Schön, dich kennenzulernen. Was können wir für dich tun? Wir brauchen jemanden als Verstärkung für den Programmierwettbewerb morgen. Ich dachte, da geht es um Mordfall oder sonst irgendwas. Aber okay. Wie? Ich dachte, dass Profis da nicht mitmachen dürfen. Den Regeln zufolge dürfen Akademiker und Hacker als Berater tätig werden. Wären wir denn wirklich nur Berater, wenn wir uns als Verstärkung anheuert? Es ist eine gewisse Grauzone, aber wir stecken in einer schwierigen Situation. Wir wissen aus verlässlicher Quelle, dass die Nishinomori High School das Finale sabotieren will. Sabotieren? Wir wissen nichts Genaueres, aber hier steht der Ruf beider Schulen auf dem Spiel. Wir haben so lange abwechselnd gewonnen und wir waren letztes Jahr Sieger. Da wollen sie wohl dieses Jahr unbedingt gewinnen. Da wird ihnen jedes Mittel recht sein. Ich hoffe, dass unsere Sorge unbegründet ist, aber lieber auf Nummer sicher gehen? Dann machen wir das. Ihr braucht mehr oder weniger nur Leibwächter, oder? Danke, wir sehen uns morgen. Bist du damit einverstanden? Wir können jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Ich werde helfen, ich kann das eine Mädchen nicht abschlagen. Und Leibwacht zu sein klingt spaßig. Ryuji ist nicht da. Wo ist er denn hin? Naja, egal. Fragen wir doch Erika, die hat, glaube ich, Zeit.
Das Finale geht gleich los. Teile mir bitte auf die Plätze. Okay. Mehr ist das nicht? Okay, ich dachte, das geht zum Mordfall oder sonst irgendwas, aber anscheinend doch nicht. Sie müssen einfach nur die Firewall hacken. Warum wollt ihr mich dann dabei haben? Du hast doch Zeit, oder? Und von Ryuichi ist keine Spur. Wir brauchten vielleicht noch jemanden zum Anpacken. Ein Schulwettbewerb interessiert mich nicht. Das wird schon nicht so schlimm sein, wenn sie den Gegnern ein Bein stellen. Highschool-Schüler heutzutage haben schon einiges auf dem Kasten. Manche haben schon interessante Programme geschrieben. Du hast einfach nur Spaß am ganzen Tara. Gehört ihr alle zu Hoodie? Danke, dass ihr gekommen seid. Moment, musst du nicht für den Wettbewerb fertig machen? Sie haben gerade Teilnehmer aufgerufen. Ich gehöre nicht zum Team, ich bin eher die Trainerin und leiste Unterstützung. Ich werde mit euch ein Auge auf die Nishinomori High School haben, während der Wettbewerb läuft. Du nimmst das Ganze schön ernst. Der Wettbewerb ist mir eben sehr wichtig. Wenn wir das schaffen, sind wir seit 7 Jahren das erste Team, das 2-mal in Folge gewinnt. Na, wenn das mal nicht Kurachi ist. Was machst du denn hier drüben? Es geht gleich los. Ich könnte dich das Gleiche fragen. Ich wollte euch nur viel Glück wünschen. Ich hoffe, es wird ein guter Wettbewerb. Hoffentlich geht nichts schief. Ai. Das war Shinomone, der Vorsitzende des Nishinomori Informatik Clubs. Der führt definitiv etwas im Schädel. Damit hat er ja kaum hinter dem Berg gehalten. Er ist auch nicht in deren Team. Wenn sie etwas machen, steckt er wahrscheinlich dahinter. Am ehesten haben sie es auf den Server abgesehen, der unser Programm steuert. Ich schicke euch die URL. Ich verlasse mich auf euch. Achso, sollen wir jetzt mitcheaten oder was? Jetzt müssen wir wohl abwarten, bis Nishinomori zuschlägt. Hey, wo ist denn Keigo? Hinter mir. Wovor hast du denn Angst? Die Mitglieder des Informantenclubs kennen dich doch nicht, oder? Und du tust ja nichts Böses, reiß dich mal zusammen. Ich verstehe dich nicht. Warum nimmst du den Fall dann an, wenn du solche Angst hast, dass Leute aus deiner Schule dich sehen? Du hast ein viel zu weiches Herz. Wenn du dir solche Sorgen machst, dann geh nicht zu nah ran. Versteck dich hier und halt einfach die Augen offen. Entspann dich. Wenn etwas ist, werde ich mich schon kümmern. Und wenn dich eine Kamera erwischt, setzt Erika ihre Hacker-Talente ein, um sämtliche Spuren verschwinden zu lassen. Red nicht für mich, wobei ich das in der Tat könnte. Zeit für die erste Runde. Ah, es geht los. Es wird über 3 Runden entschieden. Beide Teams legen einen guten Start hin. Oha, Nishinomori ist gerade zurückgefallen. Inoden liegt im Vorteil. Inoden schlägt sich gut. Wenn nichts Unerwartetes passiert, wird das der leichteste Fall überhaupt. Was ist jetzt los? Da scheint etwas mit dem Programm von Inoden schiefgegangen zu sein. Oh je. Das Blatt hat sich gewendet. Es ist wieder alles offen. Es ist also etwas schiefgegangen. Machen wir uns an die Arbeit. Das ist die Serverwall, die Kujara uns geschickt hat. Wir gehen uns dort. Wir gehen uns dort. Ciao. Es wird einen Dominanzkampf geben. Drin einen reinen Mitstreiter mit. Oh, es gibt einen Dominanzkampf. Aber finde ich ja super. Meine Digimon sind jetzt nicht so krass hardcore. Oh Gott. Verdammt. Ja gut, ich habe davor gespeichert. Ansonsten wird schon schief gehen. Wir versuchen es einfach mit den dreien. Das ist der Server des Inoden Informatik-Clubs. Das ist gar nicht gut. Die haben das ganze Teil übernommen. Was? Super, jetzt schnappt euch den ganzen Server. Das ist der Vorsitzende des Nishinomori-Clubs. Und er hat Hacker mitgebracht, um den Server zu übernehmen. Natürlich verursacht das einen Programmfehler. Die Vorsicht der Klientin war also gerechtfertigt. Ihr wart doch gerade bei Kurachi. Sie hat wohl eine Leibwache angeheuert. Sie wusste genau, was du vorhast. Wir haben dich auf frischer Tat ertappt. Also mach es dir nicht schwer und komm brav mit. Wozu? Wir können euch auch einfach hier aus dem Weg schaffen. Hacker, ich habe noch eine Aufgabe für euch. Schlag's hier zu Brei. Was zum... Überrascht? Wer seid ihr? Was? Das weißt du nicht? Wir sind die Sato-Drillinge. Ich bin Ichiro, der Älteste. Ich heiße Jiro und ich bin der Mittlere. Und ich bin Saburo, der Jüngste. Wir sind das gefürchtetste Hacker-Team in Unterkalun. Da hast du bestimmt von uns gehört. Nö, noch nie. Na, wenn Erika noch nicht von euch gehört hat, dann hat es auch sonst keiner. Der Fall wird wohl ein Kinderspiel.
Schnauze, unterschätzen Sie ja nicht. Ichiro, das ist dieses berühmte Team Hoodie. Das, von dem sogar Yugo und Sachsen schwärmt. Wir sollten sie um Autogramme bitten. Vielleicht dürfen wir ihnen die Hand schütteln. Maul halten, wollt ihr von denen dastehen wie Amateure? Habt ihr gar keinen Stolz? Verzeihung, aber wäre schön, wenn ihr die heute noch vermöbeln könntet. Bitte, danke. Natürlich, wenn wir es schaffen, Hoodie zu schlagen, machen wir uns im ganzen Bereich in Unterkalun einen Namen. Wenn ihr dieses Gebiet zurückerobern wollt, solltet ihr euch beeilen, sonst verliert ihr Idun wegen eines Programmfehlers. Sie wirken zwar wie ein Haufen dummer Kasper, aber er hat recht. Los geht's, Keigo. Okay. 3-2? Das ist nicht fair. Ich schätze, wir müssen mithelfen. Mach dich bereit, Wormon. Ah, toll! Wie? Ich mag aber keine Kämpfe. Keine Angst, wir sind ja bei dir. Gib einfach dein Bestes. Jetzt ist das schon ausgewogener. Zeigt mal, was ihr drauf habt, Kato-Drillinge. Das heißt Sato! Kato. Sato! Okay, hoffentlich kriege ich jetzt nicht so... Das kann heiter werden. Da hat er ein Eis-Devimon. Das kann heiter werden. Gut. Erika. Geht mal hier hin. Du gehst hier hin. Und du gehst hier hin. Ah, Erika ist dran. Ich würde gern... Nein. Ingenieur hin. Nein. Okay, der geht auf mich. Das könnte ziemlich wehtun. Ah, okay. Maschinen der Fische, das geht auf alle. Oh, verdammt, Mann. Aua. Warte, kann ich nicht mehr... Oh, ich wollte schon sagen, kann ich nicht mehr heilen. Okay, er schläft, das ist gut. Du bist sowieso. Ah, verdammt. Er geht auf mich, okay. Ein Hinterhalt, das finde ich super. Aber das Blöde ist, dass Erika halt nur ein Wormon hat. Und ein Wormon ist mit ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen zu blöd. Ah, passt. Wenn ich alle drei auf einmal besiegen könnte, wäre das ja mega super, sag ich jetzt mal so. Ah, super. Ah, Erika ist dran. Wir greifen den Typen jetzt nochmal an. Und dann greifst du den an, dann hat er nur mehr eins.
würde zwar, aber ich möchte gerne mit Chitose lieber den oberen besiegen. So, jetzt sind wir auf Gleichstand. Er bewegt sich nicht erwartet. Er greift mich jetzt an, aber hat auch nur mehr eins. Wen greifst du an? Das ist in Ordnung. So, und dann greifst du nochmal an. Perfekt. So, wir sind jetzt auf Gleichstand. Ah, der ist schöner da. Oh, der ist aber schnell da. Du wartest, okay. Wir müssen den einen gar nicht besiegen. Wir haben ihn nicht besiegen müssen, nice. Nice. Oh, Inside Level 12. Wow. Ah, du brauchst immer noch mehr Angriff. Sie braucht 80 Angriff. Nein, ich glaube, Initiative braucht 80. Ach, das dauert. Das dauert noch, aber egal. Ich wusste zwar, dass sie stark sind, aber doch nicht so stark. Los, Jungs, formieren wir uns neu. Wartet nur ab. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die Leute waren komisch. Findest du? Ich fand sie langweilig. Das ging ja. Ich habe gerade von der Klientin gehört, Iduna hat die erste Runde gewonnen. Wenn sie die nächste holen, sind sie Sieger. Aber ich glaube, die haben wir noch nicht zum letzten Mal gesehen. Ich auch. Wir passen hier auf. Geh du und schau, wie der Web läuft. Okay. Nicht zu fassen, dass Kurachi so starke Hacker angeheuert hat. Tut uns leid, wir sind ehrlich gesagt noch Anfänger. Ist schon in Ordnung. Ich habe für genau diesen Fall noch einen Söldner angeheuert. Söldner? Na los, zeig uns, was du kannst. Die Noten Highschool gewinnt die erste Runde. Wenn sie die zweite Runde für sich entscheiden, sind sie die bisherigen Champions, ob sie das schaffen? Also beginnen wir ohne weitere Umschweife mit der zweiten Runde. Hm. Welchen Söldner? Ich habe gehört, dass sein Eden-Konto gesperrt wurde und er zum Vertrauenslehrer musste. Ich habe die Lehrer sagen hören, dass er ein Hacker ist. Wir sollten uns lieber von ihm fernhalten. Hallo, hörst du mich? Hallo? Du warst ganz benommen, also in Ordnung? Du gehörst doch auch zu Hoodie, oder? Danke für eure Hilfe gerade eben. Ihr habt unseren Server wiederhergestellt, oder? Ja. Ich glaube, Shinome hat dahinter gesteckt. Wie konnte er diesen Wettbewerb mit solch heimtückischen Methoden unterlaufen? Der war nicht schon immer so. Hm? Wir sind auf dieselbe Mittelschule gegangen und wir haben uns gut verstanden und zusammen Programme geschrieben. Aber seit wir in unterschiedliche Highschools sind und hier teilnehmen, ist er ein ganz anderer Mensch geworden. Ich dachte, wir wären Freunde, aber das sah er wohl nicht so. Heute muss ich mich darauf konzentrieren, sie auf faire Weise zu schlagen. Du siehst übrigens etwas so alt aus wie ich. Auf welche Highschool gehst du denn? Oh, bei Inodens Programm ist wieder ein Systemfehler aufgetreten. Noch ein Fehler? Das war bestimmt Shinome. Keiko, ich weiß es nicht. Er ist bei Nishinomori. Schnell, komm hier zurück. Ah! Ich habe so ein Gefühl, dass... Ryuji. Dort ist. Ist etwas passiert? Ich komme mit dir. Das können wir schon im Moment nicht durchgehen lassen. Wir sehen uns auf dem Server. Wieso habe ich das Gefühl, dass Ryuji bei denen ist? Schon wieder ein Dominanzkampf. Meine Güte. Ich meine, gut, immerhin sind wir jetzt ein bisschen stärker als vorher, aber. Ach, war das Ganze dennoch? Speichern. Weil ich ein bisschen Angst habe.
Ah. Dieses Mal haben wir gewonnen. Hä? Hallo, du hast dir aber reichlich Zeit gelassen. Kapierst du es nicht, Shinuma hat Ryuji angeheuert. Stimmt, genau. Unglaublich, dass der Anflug von Hoodie auf unserer Seite steht. Danke, Sensei. Jetzt steht's 1:1. Du warst großartig, Sensei. Bitte lass uns mich deine Hand schütteln, Sensei. Hört auf, mich Sensei zu nennen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen euch kämpfe, aber es ist eben Arbeit, nicht persönlich gemeint. Das ist meine Nebenbeschäftigung. Ich nehme manchmal Fälle außerhalb von Hoodie an, um auf Zack zu bleiben. Das ist random. Das wusste ich gar nicht. Das hättest du uns sagen sollen. Ich hab nie gefragt. Stimmt. Eric konnte ich schaffen das nicht. Er hatte mich gerade ordentlich versohlt. Er hatte sich wenigstens ein bisschen zurückhalten können. Ich will nicht gegen meinen Bruder kämpfen. Ich will ihn nicht verlieren sehen. Aber wenn ich verliere, macht das nichts. Mit Keiko haben wir jetzt wenigstens eine Chance. Dieses Mal schaffst du es, Ryuji. Okay, das reicht jetzt. Wie, was soll das heißen? Der fantastische Kampf zwischen euch beiden gerade. Das schien mir alles, was ich tue, plötzlich sinnlos. Andere anzuheuern, um für mich zu kämpfen, ist absurd. Shinomome, dem kann ich nicht widersprechen. Hat ja lange genug gedauert, dass du es erkennst. Es war wirklich ein fantastischer Kampf. Ich war fasziniert von Ryuji Mishimas überlegener Taktik. Und Shitose Imais Kampf zur Zeit eine exquisite Technik. Das war großartig. Es hat mich daran erinnert, wie spannend es war, zum ersten Mal ein Programm zu schreiben. Entschuldige, Kurachi. Ich weiß nicht, was ich mir bei der Sache gedacht habe. Du hast so viel geschafft, seit du auf die Inoden gehst. Vielleicht fühlte ich mich abgehängt. Ich weiß, dass mir diese Frage nicht zusteht, aber dürfen wir in der letzten Runde antreten, ohne Schummelei? Ich verspreche es. Shinomone, nichts wäre mir lieber. Entschuldigt, könnt ihr den Fall hier abbrechen? Komm schon, Shinomone, die letzte Runde geht gleich los. Danke euch allen, ich bezahle euch später. Wie? Ist der Fall jetzt abgeschlossen? Sieht ganz so aus. Was machen wir jetzt also? Wenn die Klienten Feierabend sagen, dann ist Feierabend. Jetzt komm schon, das geht so nicht. Hä? Ich bin ganz gespannt. Die können uns doch nicht einfach so stehen lassen. Vergiss die Fälle, machen wir uns das unter uns aus. Warum kämpfen Jungs nur so gerne? Das verstehe ich auch nicht. Mir ist beides recht, was meinst du? Wir sollten uns beruhigen und heimgehen? Wie... Ist das dein Ernst? Ich will nicht gegen den Anführer kämpfen. Ich will nicht aufs Maul kriegen wie du. Na schön, wenn du so willst. Bin ich auch. Krieg dich wieder ein, Shitose. Dabei wollte ich doch eine Revanche. Aber 3 Kämpfe in Folge sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Schauen wir uns doch den restlichen Wettbewerb an. Sagte er, 3 Kämpfe in Folge sind zu viel und dann schauen sie sich einen Kampf an, wo 3 Kämpfe sind. In einem packenden Programmierwettbewerb gab es für jedes Team einen Sieg, während die letzte Runde ein Unentschieden war. Somit teilen sich Nishinomori und Inuten also den Titel des Champions. Die beiden Teams beendeten die spektakuläre Begegnung damit, sich gegenseitig zu gratulieren und die Hände zu schütteln. Ich bin froh, dass sich alles eingerenkt hat. Shinomomes Vorgehen kann ich aber nicht gutheißen. Das lag sicher teilweise auch am großen Druck des Wettbewerbs. Er hat wohl Lob dafür verdient, dass er seine Fehler eingesehen hat. Da bin ich mir nicht sicher, aber beide Seiten haben uns bezahlt, also war es ein Erfolg für Hoodie. Ja, aber lass uns so etwas bitte nie wieder tun. Sag dem Rest Bescheid, wenn ihr extra einen Fall annehmt. Verstanden, Ryuji? Ja. Ich glaube nicht, dass er zuhört. Aber eins muss ich sagen, so entspannt habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt, er scheint fröhlicher als sonst. Hä? Er sagt gar nichts. Du meinst, er sieht so grummelig aus wie sonst? Nee, was meinst du, Erika? Nein, er wird ganz anders. Offenbar hat er sich prächtig amüsiert. Hä? Er sieht's nicht. Was schaust du denn so? Ach, er ist nur schüchtern. Stimmt, er schaut nicht die ganze Zeit grummelig. Highschool-Hacker. Nice.
Aber wenigstens kriegen wir einen Speicher ab. Oh. Ein Anruf von Ryuji. Cool, nice. Ich bin's. Treffen wir uns in Erikas Zimmer. Es ist ein neuer Fall reingekommen. Nice. Wir haben eine Anfrage von Saxon. Schaut dir erstmal das hier an. Mitglieder von Hoodie, hier ist eure nächste Mission. Ihr wisst, dass abtrünnige Saxon verlassen haben. Ihr neues Hacker-Team nennt sich Demons und der Anführer ist Jimmy Ken. Einer verlässlichen Quelle zufolge steckt da ein Drahtzieher hinter diesem Verrat. Beziehungsweise eine Drahtzieherin. Rikishibe, eine der obersten Führungskräfte von Kamishiro Enterprises. Kamishiro? Die Frau benutzt womöglich Hacker, um Kamishiro ganz zu übernehmen. Dafür solltet ihr Beweise beschaffen. Wenn Eden wieder normal werden soll, müssen wir Kamishiro ausmerzen. Der erste Grund dafür... Glaub mir, der würde endlos weiterreden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brechen in den Hauptserver von Kamishiro ein und klauen Daten, die ihre illegalen Machenschaften beweisen. Oh mein Gott. Kamishiros Hauptserver? Der Avalon-Server? Da hat uns Yugo ja wieder mal was aufgetischt. Dafür brauchen wir ein Insider-Konto, oder? Sollen wir etwa ein Konto stehlen? Keine Sorge, das wird nicht nötig sein. Yugo hat uns gefragt, wir sollen uns an die Tochter des früheren Direktors wenden, Yuko Kamishiro. Sie ist eventuell kooperationsbereit. Ich überlasse es Keigo und Chitose, wie wir mit ihr in Kontakt treten. Okay. Und was ist mit mir? Du ruhst dich aus. Es geht mir gut, ich kann euch zumindest unterstützen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich muss mich um eine kleine Sache kümmern. Sag Bescheid, wenn ihr das Konto habt. Verstanden. So, dann wollen wir mal. Erika. Benimm dich, Erika. Ich kann es dir aus dem Gesicht lesen. Was machen wir denn in Shibuya? Shibuya existiert doch nicht mehr. Nun, ich sage es dir. Hier werden wir Yuko Kamishiro für unsere Sache gewinnen. Und damit meine ich, wir werden ihr Herz gewinnen. Du bist wirklich so ein richtiger Fake, Sanji. Ryuji überlässt das doch uns, oder? Und wie kommt ein Kerl am besten an eine Mädel ran? Na, durch Anbaggern. Nein. Nein. Mit etwas Glück kriegen wir so ihr Konto und ihre Telefonnummer. Uiui. Hä, Yuko, lässt du auf einen Kaffee? Ja, so charmant magst du mein Konto und meine neue Form. Ich sag dir alles. Das erinnert mich an eine Szene aus Haikyuu. Da hat dieser eine auch was gegeben. Der eine, ich weiß nicht wie, also der eine Klauskopf da hat es auch so. Oh ja, auch so Bullshit gemacht. Danke, aber das meine ich eigentlich nicht. Ich habe es auf dein Herz abgesehen, Schätzchen. Du bist der größte Shitosa. Du hast die Firewall um mein Herz zerbrochen. So läuft es dann, kapiert? Wie wir die Schlüsselfigur unseres Plans treffen? Ich habe mit so etwas ehrlich gesagt schon gerechnet. Also habe ich sie im Blick behalten. Du hast sie gestalkt. Was guckst du denn so? Ich bin kein Stalker oder sowas. Sie gehört zu Kamishiro. Ja, natürlich behält ein Hacker, wie ich sie dann im Auge. Die Security ist zu stark, sodass ich allein da reinkäme. Also habe ich geschaut, wo in Tokio sie gerne hingeht. Jemanden wie sie erwischt man jedenfalls am besten, wenn man ihr ganz natürlich über den Weg läuft. Zu Hause auf sie lauern wäre verrückt. In der Nachbarschaft klappt es auch nicht. So wirklich voller Tatendrang steckst du aber nicht. Jetzt hör zu. Ich weiß, es klingt albern, sie anbaggern zu wollen, aber das ist erstmal so gar nicht. Denk doch mal nach. Eine Dame gibt ihre Abwehrhaltung nur auf, wenn sie überrumpelt wird oder lieber auf den ersten Blick sich ergibt. Das müssten wir schaffen. Schenk ihnen ein strahlendes Lächeln, sei freundlich und ein Gentleman. Dann knistert es zwischen den Geschlechtern. Ein Mann von Welt muss das können. So kommt man an niedliche Mietzen ran. Das ewige Bemühen um das schöne Geschlecht. Machst du dich etwa darüber lustig?
Das tust du nicht. Nicht, wenn du ein Mann bist. What the fuck? Okay. Also du scheinst endlich stark zu sein. Gut. Wie? Du hast noch nie wen angemacht? Ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber einmal ist immer das erste Mal. Da muss man als Mann durch. Nur keine Angst, Grünschnabel. Ich bring dir ein paar Tricks bei. So, mein erster Geheimtrick. So etwas gibt es nicht. Frauen sind alle unterschiedlich. Es gibt keine einfache Komplettlösung. Da gebe ich ihm recht. Ich verstehe manchmal Frauen auch nicht. Ich verstehe mich manchmal selbst nicht. Also, ich verstehe nur Männer Frauen nicht. Ich glaube, Frauen verstehen sich selbst auch nicht manchmal. Also zumindest ist bei mir der Fall. Ich verstehe mich manchmal selbst auch nicht. Was heißt das also? Dass wir leider ohne Gebrauchsanweisung klarkommen müssen? Aber nur keine Angst. Letztendlich hilft nur üben, üben, üben. Riskiere auch mal was, ohne Angst vor Fühlern zu haben. Sich Körper abzuholen gehört dazu. So, und jetzt über mal ein wenig. Lust in Lauf in Shibuya rum und quatsch ein paar Mädels an. Also wir sind in Shibuya, um Mädels anzuquatschen. Und geh dann mit ihnen was trinken. Ich sag's gleich, wenn ich hier Sukuna sehe, kannst du mich vergessen, ne? Danke, dass du Zeit. Versuch so gut, was? Ich habe auf dich gewartet. Frag 6, wenn du Hilfe brauchst. Versuch es so gut, Yugo so blockern zu sein. Ja, ich würde mein Gestes geben. Ich werde mal Sukuna suchen gehen. Danke. Oh, ne. Nein, nein, nicht die verrückte Polizistin. Nicht die verrückte Polizistin aus dem ersten Teil. Nein. Nicht die verrückte Polizistin. Nein. Tschüss. Ich geh mal weiter gucken. Vielleicht finde ich ja noch wen anderen. Kann ich in die Lage gehen? Okay. Nicht die verrückte. Die verrückte Polizistin möchte ich nicht ansprechen. Gibt's für einen anderen, den ich ansprechen kann? Da ist. Wisst ihr, was ich lustig finde? Gururumo-Medaille. In The World Ends With You. Im zweiten Teil hast du auch diese Shibuya-Kreuze. Ich finde das so krass, dass man diese in so vielen Spielen einfach dieselben Stellen hat. Hier ist gleich irgendwo 104 oder was 109, keine Ahnung. Ach, da ist eine. Was bist denn du für ein Komiker? Aha, du hast mich also bemerkt. Gut gemacht. Ich bin Victoria Ushida und träume davon, ein Geschäftsführer zu werden. Okay. Ciao. Ah, oh, reden wir sie an. Aha, Schnittenalarm wird auch eher zurückhalten. Perfekt für einen Probelauf. Dann mach dich mal mal ans Anreise, sprich sie an. Komm, das wird schon. Denk immer an diesen Spezialmove. Wenn du nicht weiter weißt, lächle sie einfach an. Auch wenn dir absolut gar nichts einfällt, keine Angst, wir strahlen das Ganze retten. Natürlich vorausgesetzt, du siehst gut aus. Immer noch besser, als nur dumm darum zu stehen. Immer schön lächeln, dann legt dir die Hübsche zu Füßen. Und jetzt zeig mal, was du gelernt hast. Ich würde ja sagen, eher natürlich sein. Kann ich dir irgendwie helfen? Bitte was? Ah, mir fällt nichts ein. Okay, Zeit für das Shitose-Spezialmove. Lächeln. Ja, so läuft's. Lächle sie an. Grins. Huch. Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Soll das ein Lächeln sein? Grundgütig, ich wusste gar nicht, dass man ein Gesicht so verziehen kann. Ich muss... Ah! Du musst noch viel lernen, was? Ich hätte die Schnute ziehen sollen. Ich hätte einfach die Schnute ziehen sollen. Gut, dann gehen wir zu der verrückten Polizistin. Ach, schau mal an, eine Polizistin, eine harte Nuss, aber sieht richtig gut aus. Frodenknall. Damen in dem Alter sind nochmal anspruchsvoller. Ich zeige dir mal, wie das läuft. Hallöchen, Frau Wachmeisterin. Wie wäre es mit einem schönen Kaffee? Wie nennst du hier Wachmeisterin? Ich bin Kommissarin, du Knilch. Verzeihung. Was willst du denn? Wenn du mich veralberst, kannst du gleich mitkommen. Jawohl, die Dame. Also wegen dem Kaffee? Ach, es geht um eine Verabredung. Dann laber beim nächsten Mal doch nicht so um den heißen Brei. Gut, du kannst auf mich zählen. Wie, im Ernst jetzt? Super. Du willst wissen, wo du in Shibuya ein gutes Kaffee findest? Ja, das muss ich als Polizistin ja wohl wissen. Wie, nein, ich will...
biegt ab, dann geradeaus und auf der rechten Seite. In Shibuya verlaufen sich viele Leute, also pass gut auf. Warte. Ich will doch mit dir Kaffee trinken gehen. Wie, mit mir? Ja. Hast du was mitbekommen, mein Schüler? Lass Polizisten in Ruhe, egal wie gut sie aussehen. Merk diese Lektion für zukünftige Generationen. Ach Gottchen. Totaler Fehlschlag, was? Lass dich davon nicht beirren, mein Schüler. Wie schon gesagt, kann sich jederzeit alles ändern. Die Realität kann grausam sein. Behalte es im Kopf, dann klappt das schon. So, jetzt machen wir jedenfalls ernst. Hä? Wie, du hast doch nicht etwa dein Training vergessen. Immer hohe Ziele setzen. Auch wenn du dir einen Fanclub angelst, hilft das nichts, wenn du nicht an Yuko rankommst. Sie probiert gerne Essen und geht oft in Läden wie diesen hier. Sie hat einige Favoriten, also schauen wir mal in Nakano. Okay. Dann gehen wir halt nach Nakano. Aber wo ist dieser komische 104-Turm? Der muss doch hier. Der muss doch hier irgendwo sein, Mann. Auf geht's nach Nakano. Mal schauen, im ersten Stock scheint es einige Reste rauszugeben. Da ist sie. Bingo, Ziel erfasst. Bild hübsch, genau wie auf ihrem Foto online. So, mein Schüler, jetzt zeigt dein Meister dir mal, wie das geht. Hallöchen, meine Hübsche. Hättest du einen Moment Zeit? Du bist so schnuckerig, da könnte ich nicht anders. Wollen wir ein Käffchen trinken gehen? Nicht so deins? Ach sowas, Fußball ist meine Leidenschaft. Ich übe gleich auf einem Platz in der Nähe. Lust auch zuzuschauen? Ich glaube, sie kann sich nicht entscheiden, was sie essen möchte. Ganz ehrlich, ich bin nicht zum ersten Mal hier. Kennst du gute Cafés? Ich lache hinaus, komm. Oh, wie gemein, auch noch nachzutreten. Den Rest muss ich aber dir überlassen. Geh hin und sei erfolgreich, mein Schüler. Räche mich. Okay. So viel Druck, das halte ich nicht mehr lange aus. Wir kennen uns schon, oder? Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Hm? Mir auch. Das Reisomelette Spitze. Deinem Gesicht nach ist dir nicht ganz klar, was dieses Gesicht für ein würziges Wunder ist. Gericht. Dabei war deine Wahl des Getränks im Zentralkrankenhaus so vielversprechend. Schade. Nein, vielleicht bin ich voreilig. Für Unwissenheit kann man schließlich nichts. Jeder muss Dinge für sich selbst entdecken. Falls du es noch nicht wusstest, man muss jeden Augenblick nutzen. Hier und jetzt, ich mache dir jetzt mal klar, wie köstlich das Reisomelett wirklich ist. Der wichtigste Bestandteil ist die Butter. Da wurde Sahne zu einer einzigartigen Konsistenz geschlagen. Das luftige Omelett mit jeder Menge von der Butter liegt auf einem guten Hühnchen-Wok-Gericht mit Reis. Du kennst das auch, oder? Dass man einen Teller mit wabbeligen Essen schütteln will, obwohl das schlechte Manieren sind? Hier kannst du das nach Herzenslust tun. Ich kann gar nicht beschreiben, wie das Gericht nach einem so herrlichen Spektakel schmeckt. Du verstehst wohl immer noch nicht. Sehen heißt glauben, wie man es sagt. In diesem Fall wohl eher schmecken. Möchtest du es mal mit mir probieren? Puh. Dank dir konnte ich das Jumbo-Omelett von der Tageskarte probieren, für das man mindestens zwei Leute braucht. Herzlichen Dank dafür. Ah, Verzeihung. Ja, ich bin es. Ach, Rie. Nein, ich bin nur... Verstehe, bin gleich da. Ich muss leider gehen. Ich hätte dir als Dank gerne noch ein Gericht gezeigt, aber das muss wohl warten. Schönen Tag noch. Ja,
Du hast es wirklich geschafft? Wie? Da bleibt mir noch ein Stoch. Wann bist du denn zum Profi geworden? Habe ich mir von dir abgeguckt. Ha, ich wusste doch, dass du das Zeug dazu hast. Na, wie ist es gelaufen? Hast du ihre Nummer? Habt ihr euch verabredet? Also in Ordnung. Grünschnabel. Ich glaube, er hat sich übergeben. Als Chitose Schrei in meinen Ohren halte, erinnerte ich mich an den Schrecken von eben. Das riesige, überlebensgroße Reisomelett von mir und Yuko Kamishiro. Bitte sehr, einmal das Jumbo-Omelett. Neben mir in einer Verzweiflung fand sich Yuko mit ihrem herben schwarzen Haar und einem Strahlen in den Augen. Für jeden meiner Bissen nahm auch Yuko an. Wenn ich meinen Löffel hinlegte, tat sie es auch. Warum hat sie ihr Tempo an meins angepasst? Sollte das Rücksicht sein? Nur zunehmend du zuerst, sagte sie zögerlich. Vielleicht sah sie, wie verblüfft ich war. Das darf ich nicht einfach alleine essen. Mein Ziel für heute liegt darin, dir diesen wundersamen Reisomelett näher zu bringen. Alleine schaffe ich das nicht, oder kann es sein? Schmeckt es dir etwa nicht? Dabei bin ich doch ein gestandener Mann. Entschlossen ergriff ich meinen Löffel. Ich schlug zu, um ihre Erwartungen zu erfüllen. Ich aß weiter und Yuko tat mir das gleich. Doch es war zu viel. Bald schon protestierten mein Bauch, mein Hals, mein Hirn und meine Seele. Unser Held konnte nicht mehr. Bald würde es kein Zurück mehr geben. Doch als die unwirse Art des Mädchens sich zu einem strahlenden Lächeln wandelte, gab es mir zu Entschlossenheit. Ich konnte nicht zulassen, dass dieses Lächeln erlosch. Ich ging über meine Grenzen und aß weiter. Doch so viel ich auch aß, das Reisemann wurde einfach nicht weniger. Schließlich verlor ich ohne jede Warnung das Bewusstsein. Als ich wieder bei Sinnen war, war der Berg aus Reisemann verschwunden. Ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, ich wäre nur einen Moment weggetreten. Als ich kurz in Yukos Gesicht blickte, strahlte mir ein bereits Ketchup-verschmiertes Grinsen entgegen. Oder das mit dem Lächeln aufzuhören, sagte sie. Yuko hat mir von dir erzählt. Du brauchst mein Konto, ja? In Wahrheit habe ich selbst meine Zweifel, Kamishiro. Aus diesem Grund werde ich dir helfen. Und das ist alles. Wie hängt sie denn mit Yuko zusammen? Warum hilft sie uns? Die aufsteigende Übelkeit hielt mich davon ab, sie das zu fragen. Bitte sei vorsichtig mit meinem Konto. So, jetzt noch der Abschluss unseres Menüs, das Bananenparfait. Um Gottes Willen, ja, kein Wunder, dass er sich übergeben hat. Und so erschien ein neuer Berg vor meinem fassungslosen Blick. Ab da erinnere ich mich an nichts mehr. Als letztes habe ich noch gehört, wie etwas auf meinem Digibus heruntergeladen wurde. Oh, well, für Yuko kann ich Jiros Konto erhalten. Nice. Ja. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Yuko den ersten Schritt macht. Wir hätten sie von Anfang an ganz normal ansprechen sollen. Nun ja, jetzt ist sie schon zu spät. Hey, ich frage mich, wie es bei Ryuji und der Kleinen läuft. Sie schweigt mich die ganze Zeit an. Oha, mit der ist wohl nicht gut Kirschen essen, wie? Wir haben das Konto jedenfalls Zeit, in den Server einzubrechen. Aber hat eigentlich jemand eine Idee, was wir dort genau suchen? Nee, Yuko sollte Beweise für die Zusammenarbeit von Kishibe und Hackern. Keine spezifischen Daten. Deshalb installieren wir Malware auf dem Hauptserver von Kamishiro, dem Avalon-Server. Verstehe, wir legen also ein Netz aus und überwachen die Daten, die beim Server eintreffen und hinausgehen. Chitose und ich sorgen für eine Ablenkung hier in der echten Welt, um die Security hier zu führen. Derweil bricht Keiko von Eden aus in den Server ein und installiert einen bestimmten Punkt Malware. Sobald das erledigt ist, können wir ein paar hochgeheime Informationen abfangen. Hä? Was regst du dich denn so auf? Das ist die leichteste Art Aufgabe, die es gibt, Mensch. Für Ablenkungsmanöver und Unterstützung braucht man meisterhafte Profi-Hacker. Außerdem ist Kamishiro der Gegner, da kommst du mit der Unterstützungsrolle nicht klar. Das ist eine gute Gelegenheit, deinen Status als Grünschnabel abzulegen. Probier es mal. Avatare werden normal bei jedem Einloggen aktualisiert, aber dieses Mal schauen wir, dass das nicht passiert. Das fühlt sich vielleicht etwas unangenehm an, aber damit musst du klarkommen. Sag ja doch, das wird schon. Du hast schließlich den Mut dazu. Geh in Stellung. Wir melden uns, wenn wir bereit sind, loszulegen. Muss ich schon den Avalon-Server? Okay, es geht schon weiter. Seht ihr? Ich kann die Parts nicht kurz lassen. Es wird immer so eine Dreiviertelstunde lang sein. Das ist halt echt heftig. Da war Sega. Ich glaube, er ist in Akihabara. So. Ich bin auf Position. Los geht's. Beginne Einlog-Vorgang. Yuko Kamishiro. Avatar-Daten werden aktualisierung fehlgeschlagen. Einloggen erfolgt mit bestehenden Avatar-Daten. Lol. Mhm.
Höchst interessant. Ich bin wohl mit Yuko Kamishiros Avatar eingeloggt. Jetzt sollte ich direkt in Avalon-Server spazieren können. Aber jetzt, jetzt bin ich zum ersten Mal mit einem weiblichen Avatar unterwegs. Dein Gesicht. Hm? Du grinst, du denkst gerade an was Perverses. Perverses, stimmt's? Nein. Ich ruhe mich noch aus, bemute mich nicht. Aber sag mal, brichst du nicht gleich in einen Server ein? Dir ist schon klar, dass du keinen Kontakt mehr nach draußen aufnehmen kannst, sobald du drin bist. Du wirst Unterstützung brauchen. Deshalb habe ich eine Vertretung organisiert. Ah, Wormon. Nimm Wormon mit. Frag ihn, wenn du etwas nicht verstehst. Der weiß etwas so viel wie ich. Viel Glück da drin, Wormon. Überlass es mir, Erika. Nee, du guckst... Hey, da guckst du was? Wir zwei teilen uns ein Gedächtnis. Ich habe aus Erikas Gedächtnis das Hacken gelernt, also kann ich das jetzt so gut wie sie. Ich versuche sogar zu reden wie sie. Und, was meinst du? Jetzt kopierst du es langsam. Bitte um die Details auch und sag meinem Bruder nichts von dieser Aktion. Wormon achtet darauf, dass er keine komischen Sachen macht mit dem Avatar. Okay. Hey, was sollen denn das heißen, komische Sachen? Egal, es ist jedenfalls alles startklar. Gehen wir zum Avalon-Server. Was ist das, ein Psychotest? Aber ich habe noch meine Digimon, höchst interessant. Höchst interessant. Höchst interessant. Nicht kurz. Ich meine, rein theoretisch könnte ich jetzt hier die Folge beenden. Ich könnte jetzt ein Digimon mit 6 Punkten reingeben. So. Ja. Es wird nur Eismon gehen. Deswegen holen wir Eismon hinein. Oder wobei, wer kann Eismon schon? TP 800, okay. Initiative 80 geht immer noch nicht. Geht auch noch nicht. Gut, dann nehmen wir die mit. Warte, wir haben jetzt hier Impmon und so. Impmon kann noch nicht so. Ich habe keine Ahnung, was werden. Level 14 brauchst du dafür. Otamamon. Wir könnten das zu dem hier machen. Dann wir Raremon. Die können auch noch nicht digitieren. Okay, gut. Na gut, was denn jetzt? Ihr könnt weiter ermitteln. Ah, ist die Nummer 55 Minuten. Schön. Gut. Na gut, dann würde ich aber sagen, dass wir da mal aber erst in der nächsten Folge in den Avalon-Server einbrechen. Beziehungsweise in den Kamishiro Enterprises-Raum. Also, gut. Wir sagen vielen Dank fürs mit dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao!